Ganz wichtig, zu Anfang folgt uns auf Spotify. Unter Very Cool Music. Not so cool. Achso, weil ich dachte, uns auf Spotify. Achso, uns beiden. Ja, wir haben noch Very Cool Music. Schön, dass du hier gewesen bist, Freddy. Mach's gut. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Oh, mit dabei ist heute die Sturmwaffe. Oh, Leute, ich muss ganz kurz was sagen und zwar... Aua, ich bin immer noch krank. Naja, fangen wir an. Ich glaube, bin ich heiß auf der Stirn? Fühl mal bitte. Ja. Fühl mal bitte nur mal ganz kurz den Schweiß. Der ganze Raum hier ist so eskalativ warm. Oder? 100 pro von dir. Boah, Alter, ich bin so krank. Ich habe so Fieber, ne? Geh nach Hause jetzt. Alter, ich kann nicht. Ich brauche einen Chef, der mir sagt, gehen Sie nach Hause. Gehen Sie nach Hause jetzt. Du bist nicht mein Chef. Den hast weg. Juhu. Okay, Leute. Den war dein Chef? Den war mein Chef. Was erzählst du für eine Lüge? Leute, wir fangen einfach an beim Ultratalent. Beginnen wir mit Goethes erotische Geschichten. Bild, Alter. 11 Grad. Hallo. Baby. Okay. gut. Ja, Entschuldigung. Ich freue mich halt so. Ja, mach. Okay. Das ist jetzt nicht von Goethe, aber das ist. Ich habe ein besseres gefunden. Frauen. Frauen, das sind so Dinger fürs Bett. Mit blanken Knien. Lust der Fingerspitzen. Sie tragen süße Düfte im Korsett, die unsere Nerven angenehm erhitzen. Wir mögen sie, weil ihre Brüste blank sind, vom Hoch der Oberschenkel leis umwittert, bei jedem Schritt Erwartung zittert. Wir mögen gern, dass unsere Hand verdüllt, ihre schönen Hüften zärtlich streicheln. Kurze Frage. Ja? Hast du schon Sexualkunde in der Schule? Ja. Und hast du gekichert? Raus. Raus. Gut, das hat man auf jeden Fall. Gitarrentyp mit Nivea-Creme. Hallo. 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 Was hast du mit der Nivea-Creme vor? Ich spiele Fingerstyle-Gitarre und ich habe neben mir Nivea-Creme liegen. Fingerstyle. Ihr kennt das, He's a Pirate. Ja, okay, mach mal. Aber was macht ihr mit der Creme? Ich meine... Ja, verstehe ich auch nicht. Die schmier ich mir immer auf die Hand. Ah. Okay, komm, lass einfach gut sein. Mhm. Ich dachte, er tappt so. Weißt du, gibt ja auch so, mit einer E-Gitarre kannst du ja nur tappen, aber Fingerstyle ist ja... Das ist normal. Ja. Aber fühlt sich gerade wie ein Pirat? Bisschen, ja. Ich merke auch gerade schon, wie der Hintergrund zu einem Schiff wird und wir anfangen zu wackeln. Ahoi, ihr Landmatrosenratten! Esst euer Skorbut auf! Dankeschön, ich fühle mich wie ein Pirat. Tschüss. Okay. Ciao. Machen wir weiter mit Ranjit. Du, ganz kurz. Ja? Mein Name ist Ranjit? Komm, halt ganz kurz mal flach. Darf ich dir ganz kurz sagen, dass das Ranjit-Ding seit 2012 ausgelutscht ist? Nein, Nick. Dann gib dir die Blöße, komm. Okay, was los? Mit dir Curry mit weit. Bitte? Curry mit weit. Mit was? Curry mit Reis. Nein. Warum? Weil ich das jetzt nicht möchte. Ich habe schon gegessen. Du kriegst aber Curry mit Reis. Ich dachte, du willst Curry mit Reis. Ich habe schon gegessen. Trotzdem kriegst du Curry mit Reis. Pass mal auf. Ich sag dir noch einmal. Ich habe schon gegessen und wenn du jetzt noch einmal mit deinem Curry ankommst, bann ich dich. Okay. Möchtest du achten? User in your channel was banned from er wollte Curry sagen. Ja. Er wollte Curry sagen. Er wollte Curry sagen. So, wir haben drei Beatboxer hier. Das kann nur Scheiße werden. Okay, also wir haben heute eine Beatbox-Episode, okay? Ja, genau. So, und jetzt entscheidet sich, wer von euch der Beschissenste ist. Okay. Ich rechne dir große Chancen zu. Fang an. Ja. I walk the lonely road. Wow. The only one that I have ever known. Wow. Das ist aber ärgerlich. Ganz kurz. Ist das nicht. Ist es nicht sauschädlich für den Rachenbereich, was du machst? Doch. Ich scheiß drauf. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre. Und würdest du mit 20 auch noch reden können? Nö. Keine Ahnung. Weißt du, vielleicht. Kennst du noch Alberto? Ja. Weißt du, warum Alberto mit YouTube-Videos aufgehört hat? Nö. Weil er nicht mehr reden kann. Wegen Beatbox. Okay. Gut. Der macht Motivationsvideos jetzt, stimmt gar nicht. Hä? Geh mal auf Facebook, Alberto macht Motivationsvideos. Der sagt immer, you can achieve your goals und hat so ein Gesicht tätowiert. For real? Hallo, Evelyn. Hallo, Evelyn. Oh, hi. Hi. Ich brauche noch meine Verstärkung hier. Das ist die Diddy Mini. Die ist gerade in der Eingangshalle. Mhm. Erster Premium. Bist du dir sicher, dass du sie brauchst? Ja. User was moved to your channel. Hallo. Hi. Hallo. Also, ich habe... Du sollst mich eigentlich schon kennen, weil ich schon mal da war. Okay, ich erinnere mich an jeden Kandidaten, als wäre es gestern gewesen. Das war vor ein paar Jahren aber. Okay, ja gut, dann kenne ich dich auf jeden Fall noch, wenn das vor ein paar Jahren war. Also die Geschichte ist,
in deiner Person of You geschrieben. Was heißt das? Ja. Geht's über in Remi die ganze Zeit? Nein, du bist auch noch ausgerastet, der Sturmwaffe. Ja, cool. Du bist danach sogar weggerannt, hast ein Messer geholt und hast dann geschliffen und ja. Okay, ich höre dann zu. Ja gut, dann los. Endlich ist es soweit. Ich werde Rotblitz heiraten. Es ist ein wundervoller Tag. Die Sonne scheint. Ich bin happy und das ist die Hauptsache. Nicht dein Ernst. Langsam schreite ich vor dem Altar. Ich werde immer nervöser, aber die Hauptsache ist, ich werde nicht ohnmächtig. Das ist deine Rolle dieser Geschichte? Ja. Dachte, du wärst ein Soundboard oder sowas. Ja, mach weiter. Langsam beginnt auch die Zeremonie. Klar. Ich kam mir nicht viel mit, bis der Fahrer begann zu sagen, deshalb frage ich dich, Gewinnzeit, möchtest du den hier anwesenden Rotblitz lieben, achten und beschützen, ihm die ewige Treue schwören? So antworte mit, ja, ich will. Ja, natürlich will ich. Möchtest auch du, Rotpilz, dem hier anwesenden Gewinnzeit lieben, achten und beschützen und ihm die ewige Treue schwören? So antworte mit, ja, ich will. Ja, ich will. Du warst in die Kapelle, auf einmal bist du Felix. Wer bist du in dieser Geschichte? Es bringt mich durcheinander. Sie ist die Hauptrolle, okay? Nein, sie war die Hochzeitskapelle. Steckt nun ins Zeichen eurer Liebe die Ringe einander an. In Kraft meines Amtes erkläre ich euch nun zu Mann und Mann. Ja, ich muss sagen, ich habe diese Geschichte mit 13 oder 14 geschrieben. Wie alt bist du jetzt? Ja. 22? 16. Ja. Ja. Ich habe mich gewundert, dass Sturmwaffe diesmal kein Messer geholt hat. Ich dachte, das wäre toll. Baby, dein Song ist toll. Und können wir noch jemanden grüßen? Ja, da oben sind ein paar Leute, die sicherlich gerne grüßt werden. Ich grüße alle. Okay, es reicht, ist rausgeschnitten. Die wissen schon genau, was sich einbringt. Komm, lass einfach, reden wir jetzt nicht drüber, ist so geschehen. Ja. Einfach, steht vielleicht im Titel. Ich fand das voll cool mit dem Messer, wie ich in der Story war. Nee, ich glaube, du solltest dir ein Messer holen, mich abstechen währenddessen in Real Life. Ach so, ja. Naja, okay, gut. Und wieder ein Beatbox-Kandidat. Einen wunderschönen guten Tag. Okay, bist du krank im Kopf? Nö. Okay. Okay. Dropping the bass like whoop 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 whoop. My style don't womp womp womp. User was moved out of your channel. Kannst du aufhören, die Rollade hoch runter zu machen? Wie kann das stehen bleiben? Hier haben wir doch einen Beatboxer. User was Hallo. Hi. Mach. Hi. Okay, soll ich einfach wieder anfangen? Wie wieder anfangen? Ich kenne dich nicht. So, einfach anfangen? Ja. Okay. Okay, jetzt. Das kannst du mir nicht erzählen. Ernst meinen. Ernst gemein. Sein erstes Geräusch war, okay. Okay. Also, es tut mir leid, aber irgendwann reicht's. Beatbox-Battle bräuchten wir gleich noch. Zelda-Musik auf Flöte. Hallo. Hallo. Dankeschön. Spielst du häufig Flöte? Nein, eigentlich nicht. Weißt du, dass die Flöte das einzige Instrument ist, wo sich echt alles drauf scheiße anhört? Vielleicht. Okay, schönen Tag noch, ne? Ciao. Ciao. Tatsächlich, also es gibt Flöten, die klingen schön, aber eine normale Blockflöte, die klingt meistens nicht schön. Mhm. Hallo? Oh Gott. Ich du kannst japanisch singen. Ja, ein bisschen. Du wirkst doch gerade japanisch. Ja, ein bisschen, ne? Ja, ja. Kisetsu wa tsunizu ni shinde yuku. Satsumei no koe ga kaze ni naru. Irgendwie meine Hose jetzt gerade. Tut mir leid, ich hab einen Film gesehen, der hat das gleiche Intro. Das Ding ist, kann halt auch keiner kontrollieren. Ich kann ja auch einfach in den Channel kommen und sagen, guck mal, ich singe jetzt Japanisch. Guck mal, da geht's schon wieder hoch. Das ist so schön, Alter. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, das war so ein Film mit Octopus. Ranjit Breakdancer war wieder ein Inder, ja toll. Och nee. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ranjit. Ja, super innovativ. Nein. Mach einfach. Ja, also letztes Mal hat nicht so geklappt mit dem Rundenverkäufer. Jetzt bin ich im Breakdancer-TT. Wollt ihr mit mir im Breakdancer fahren? Nein.
Heute nicht. Machen wir trotzdem. Also, jetzt geht's los. Achtung, jetzt geht's los. Willkommen im Breakdancer. Mit WW und Sturmwaffel. Jetzt geht's los. Oh, jetzt macht man Bart. User was moved out of your channel. Können wir damit aufhören? Dieses heftigste Alltagsrassismus. Bitte, keine Stereotypen mehr hier. Hallo. Hi. Was geht? Ja, hi. Darf ich wieder was singen, Revi? Ja, ja. Okay. Schlimmer kann es nicht werden, ne? Nee, echt nicht. Aber was soll ich denn singen? Willst du was Deutsches von Alligator oder Too Close oder so? Komm, mach einfach. Weißt du, ich bin momentan in der Phase meines Lebens, da das Untertalent wieder da ist, wo ich mir einfach gerne... Das ist doch toll, Revi. Also, ja, lass mich ruhig nicht ausreden. Okay. Okay. Mach ruhig. Tut mir leid. No, I'm not one to break promises. Gut, Mann. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. Ja, Blut. At the end of it all, you're still my best friend. But there's something inside that I need to release. Gesundheit. Ich hab gerülpst, also da muss man nicht Gesundheit sagen. Ganz kurz, du hast gewonnen, du hast eine geile Stimme. Du bist echt mega gut. Ja, ich mach ruhig, ich move kurz den letzten Kandidaten nach oben. Danke. Was kannst du? Was kannst du? Ich bin einfach Tixwix. Tixwix. Ja, danke dafür, das war toll, danke, ne? Kein Ding, tschüss. Danke, Revi. So, Leute, ich glaube, es ist wieder Zeit für die jährliche Pause vom Ultratrend. Waren 6 schöne Folgen mit euch. Wenn da nichts mehr kommt, nicht mal in den Ferien, dann weiß ich auch nicht mehr. Es gibt hier eine Menge zu erfahren. Ihr habt gesehen, es gibt Leute, die kommen ins Fernsehen wegen uns, wenn wir es ihnen nicht ausreden. Schaut bei Sturmwaffe vorbei. Folgt uns auf Spotify, Leute. Ganz wichtig, zu Anfang, folgt uns auf Spotify. Unter Very Cool Music. Not so cool. Ach so, weil ich dachte, uns auf Spotify. Ach so, uns beiden. Ja, wir haben noch Very Cool Music. Schön, dass du hier gewesen bist, Freddy. Mach's gut. Dankeschön. Leute, schaut bei Freddy vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.